Washington und Pyongyang liefern sich bislang nur Wortgefechte. Doch die Gefahr konkreter Raketenangriffe hat in den vergangenen Tagen erschreckend zugenommen. Auch Bundesaußenminister Gabriel beobachtet das immer lauter werdende Säbelrasseln mit wachsendem Unbehagen. Eine solche Rhetorik macht Sorgen und Angst, dass wir ähnlich wie im Ersten Weltkrieg schlafwandlerisch in einen Krieg hineinmarschieren. Bloß eben in diesem Fall in einen Krieg, der im Zweifel mit Atomwaffen geführt wird. Das militärische Potenzial in unmittelbarer Nähe Nordkoreas ist gewaltig. Die Region im Japanischen Meer ein Pulverfass. Kriegs-U-Boote aus China, Russland, Japan, Südkorea, Indien und den Vereinigten Staaten sind dort stationiert. Viele weitere Truppenverbände ebenso. Möglich, dass in den Konflikt auch deutsche Soldaten hineingezogen werden, denn unter NATO-Partnern gilt die Beistandspflicht. So haben die Verbündeten in Artikel 5 des Nordatlantik-Vertrages vereinbart, dass ein bewaffneter Angriff gegen einen oder mehrere von ihnen als ein Angriff gegen sie alle angesehen wird. Allerdings wird im Folgenden das Einsatzgebiet eingeschränkt und wie ein NATO-Sprecher bestätigt hat, gehört die von Machthaber Kim Jong-un bedrohte Pazifikinsel Guam nicht dazu. Im Angriffsfall wäre Deutschland also nicht verpflichtet, den USA beizustehen. Und doch, in NATO-Kreisen gilt es als extrem unwahrscheinlich, dass auch nur einer der Bündnispartner die Rückendeckung verweigern würde.